Juhu, und willkommen zurück zu Let's Play Command & Conquer 3 Tiberium war's. Im letzten Part haben wir die Squints und die GDI ein bisschen unterwandert und die daran gehindert, dass sie weiter vormarschieren oder sich gegenseitig ausschalten. Das war ein bisschen tricky, aber egal. Und jetzt gehen wir auf den nächsten Schritt des Plans von Kane über uns. Da müssen wir Codeschlüssel besorgen von den Squints. Und ich sagen, auf geht's. Ich denke mal, da kommt eine Zwischensequenz, oder? Ja. Komm mal, da RS weg aus 3 in gelbe Zone G4. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Wir kommen unserer Erlösung immer näher. So, damit wir einen der Türme aktivieren können, müssen wir ihn betreten, wie die Besucher es tun. Mhm. Sie müssen zu deren Sammelpunkt gehen. Infiltrieren Sie sie und sichern Sie den Code. Ich verlasse mich auf Sie, Commander. Können Sie. Enttäuschen Sie mich nicht. Niemals! Und wenn ich 5-mal probieren muss, das zu schaffen. Gefecht an Erkings Airways Zurück aus 3 immer noch gelbe Zone G4. Ich habe Mund für AJ. Hallo AJ. Mann, ich sehe immer noch Kirlians Gesicht. Ihre Augen. Und diesen leeren Blick. Egal. Entschuldigung. Ach, was soll's. Es muss weitergehen. Immer weiter, 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 weiter. Aber ich bin ehrlich zu Ihnen, Commander. Wir haben immer noch keine Informationen über diese Invasoren oder Besucher oder wie immer Sie sie nennen wollen. Ich nenne sie Squin. Nur eins weiß ich. Ihre Verstärkung werden Sie aus einem der Relikknoten bekommen. Die Eroberung ist aber ein Himmelfahrtskommando. Sehen Sie. Oh nein, nicht schon wieder. Der nächste Relikknoten ist hier in Norditalien. Er wird gut bewacht. Sie müssten schon ein Geist sein, um da unbehelligt durchzukommen. Oder eine große Armee. Das Beste wäre wohl ein zweistufiger Angriff auf diese Alienstellungen. Aber ich bin ehrlich. Es wird verdammt schwer. Schwer ist mein zweiter Name. Auf geht's, Leute. Ich bin gespannt. Kane will mit allen Mitteln einen der Türme, die die Besucher richten, sobald sie fertig sind, diese riesige Bilder als interstellare Sprungbrett, die der Bruderschaft den Weg zu den Sternen ebnet. Der Schlüssel für unsere Zukunft ist ein Code, der in ein Kristallgitter, das entfernt an den Tatis erinnert, eingebettet ist. Sie haben den Befehl in Italien, einen Release-Knoten der Alien zu stürmen, um einen Schlüssel sicherzustellen. Laut unseren Sensoren befinden sich im Zielgebiet ein verlassenes Produktionsgebäude. Da wir ihnen kein schweres Gerät zur Verfügung stellen können, sollten sie die Anlage als Schutz benutzen, um eine schlagkräftige Armee aufzubauen. Jo, machen wir. Schleusen denn einen Saboteur in das Nervenzentrum der Aliens ein. Ja, ist ein Zentrum, nur eins. Der Aliens ein. Es kümmert sich um alles weitere. Rechnen sie mit heftigem Widerstand. Sowieso, Tacitus, ist sagen, in vorigen Teilen wurde, das ist eine Art Schlüssel, der gebogen wurde in einem der ersten Teile. Ich hoffe, Kane weiß, was er tut. Mir gefällt's hier ganz und gar nicht. Du hast Kane verraten! What the fuck? Schicken Sie einen Saboteur in die Relaisstation, um den Codeschlüssel zu sichern. Jo, machen wir. Kriege ich das jetzt Gebäude? Das wäre super. Neues Bonusziel. Ja, also wir igeln uns hier ein bisschen ein und töten dann alles und dann gehen hier rüber und noch mehr. Wow, kommt doch ein neues Bonusziel. Wir zerstören sowieso erstmal alles. Das ist mein Vorschlag gewesen. Nehmen das sowieso als letztes ein. Wow, noch eins. Ach, erobern. Bau abgeschlossen. Zur Lichenergie. Ja, soweit war es schon. Gibt es irgendein Gebäude, wo ich dich reinschicken kann? Okay. Wir werden hier auf jeden Fall ziemlich viel Action machen. Neue Bauoption. Ja. Gibt's da kein Gebäude, wo ich dich reinschicken kann? Wow. Abgeschlossen. Okay. Neue Bauoption. Okay. Was soll ich machen? Lass dann noch umbringen. Wir uns ein paar Freunde. Die Bruderschaft vertraut mir. Jo, du gehst auf jeden Fall da rein. So, wir werden auf jeden Fall nicht den Fehler machen wie in den vorigen Teilen. Dass wir jetzt erstmal Action machen, sondern wir werden jetzt mal eine ruhige Kugel schieben, nenne ich das mal. Denn die kommen garantiert mit richtig viel Scheiße an. Wir versuchen hier rüber zu gehen. Also ich schicke da. Ich werde auf jeden Fall, muss ich auf jeden Fall ein MBF bauen. Wie gesagt, wir können. Okay, erstmal hier schon. Vor den Patch, nenne ich das mal. Es gab natürlich den Patch, das ist Version 1.9, falls jemand wissen will. Konnte man hier die ganzen Abwehrtürme und so noch bauen mit einem Kran.
Das ist aber nicht mehr möglich. Genau. Oh Gott, können wir nicht einfach. Also können wir. Ey, können wir hinten hoch. Okay, das ist gut. Gut. Okay, wir bauen erstmal einen Sammler und einen MWF. Wie wär's, wenn du das machst? Tschüss. Upgrade läuft, sag ich nur. Warum hat... Oh. Ich will sowieso gerne mal mit abgequälten Avataren arbeiten. Schicken wir unseren Kommando voraus, um mal zu schauen, was da ist. Das werden wir auf jeden Fall benutzen. Wir werden zur Basis sowas von tarnen. Wir müssen die erobern. Ich gebe dir mal die Nummer 1. Ja, wir können mal rüber unser MWF schicken, hier nächstes Mal. Rücke vor. Ich verstehe. Städte werden wachsen. Yo, das bin ich auch so. Du gehst da lang und da lang und dann packst du dich, wenn ich hier drauflegen kann. Jetzt zum Beispiel. Na komm. Lauf irgendwo lang. Ach, egal. Wir bauen das hier. Lassen Sie sich Zeit. Denn wir werden auf jeden Fall von hier aus angreifen, würde ich sagen. Bau abgeschlossen. Und werden uns hier eine Armee aufbauen. Das sieht so aus. Ja, yeah. Mit Gas können wir halt ab. Wir würden hier ein bisschen damit arbeiten. Brauchen wir nicht. Ja, bauen wir. Upgraden die nur mit denen und denen. Der Rest ist optional, dann ist mal. Entpacken! Jetzt bauen wir uns hier eine kleine zweite Basis auf, nenn ich das mal. Bau abgeschlossen. Da oben gibt's blaues Siberium. Bau abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. So, aber wir bauen unser ganzes Primärzeug hier hinten hin. Und upgraden mal. Ich weiß gar nicht, ob ich schon irgendwann mal hier gemacht habe. Ha, wo komme ich denn eigentlich hin? Okay, nicht dahin. Mit H kann man nämlich aufs die Hauptbasis gehen. Ist nur die Frage, welche das ist. So, dann bauen wir mal noch ein von denen und zwei von denen und zwei von denen. Ah ja, Sturfpanzer, siehste. Nordmod finde ich immer relativ useless, und da kann man halt Zeug, gesurftes Zeug updaten, denn ist mal. Schirmt die Tanks ab. Yeah. Schicken wir uns Infanterie. Schicken wir mal hier hoch. Ach, bevor wir das bauen, bauen wir noch einen Sammler. Und du gehst nämlich da oben sammeln, alles klar. Ja, genau, hier hin, bitte. So. Sehr schön. Das gefällt mir ja, wie das läuft. Na, noch passiert ja nicht viel nächstes Mal. Bam, 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 bam. Waffen initialisiert. Avatar bereit. Schnapp das Fahrzeug, bitte. Eigentlich noch. Ja, das war. Ich wollte gerade sagen, wir hatten Angriff. Nein, wollten wir nicht. Das müssen wir einnehmen. Das müssen wir einnehmen. Ja, hier oben sieht man ja. Bau abgeschlossen. Und den bauen wir hin. So, jetzt haben wir nicht mehr eine Atombombe und so. Strahlkanone, die gab es schon eine Weile. Die ist eigentlich relativ lustig und so. Aber ich denke mal. Dass sie sagen, Kindsrache gibt es ja die. Es gibt übrigens mal einen Bug. Es gibt einen Bug, wo das nicht kaputt geht. So. Mit den Teilen sind wir dann getarnt. Und da können wir mal ein bisschen unseren Avataren rumlaufen, nenn ich es mal. Sehr schön. Abgeschlossen. Ungeeigneter Bauplatz. Neue Bauoption. Wir brauchen den und den. Ja, ich baue mir, ich update jetzt erstmal den ganzen Scheiß nächstes Mal. Baut. Weil, das ist relativ wichtig.
Ich will es diesmal nicht wie in einer Mission irgendwie verkacken, weil dann 100 Leute ankommen. Wobei es irgendwie so bei Luftanhänden gerade schlecht aussehen würde. Schnell jetzt mal. Jo, mit. Ist hier ein schneller. Passt das ungefähr. Initialisiert. Upgrade läuft. Waffen initialisiert. Und ihr seid meine Nummer 2, sag ich nur. Mau abgeschlossen. Stromausfall in 3, 2, 1. Baut. Es gibt viel zu tun. Sehe ich auch so. Und wir bauen mal ein Ziel. Die schwarze Hand wartet. Und dann bauen wir auf jeden Fall ein paar von denen. Und wir bauen hier sehr viele Wendigkeiten. Nummer 2. So, und das da oben werden wir alles, das war doch zerstören, ne? Die 1 ist zerstören. Die 2 ist auch zerstören. Und die 3 ist erobern, okay. Unzureichende Mittel. Ziel bestimmt. Ich überlege gerade, ob es Skiffer wäre, das da oben einzunehmen. Räume Weg frei. Aber ich schaue wieso erstmal. Die sind ja getarnt. Ja, die sind getarnt. Ja. Okay. Mhm. Ich will nur keine unüberlegte Reaktion. Upgrade abgeschlossen. Haben wir jetzt. Das brauchen wir auf jeden Fall. Ich mache gerade die ganzen Upgrades von den. Oh, ich will gerne in die Ecke rein. Blüß. Jetzt. Tasten drücken! Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Ungeeigneter Bauplatz. Ungeeigneter Bauplatz. Na, das fängt mir noch offen. Kommt schon, irgendwo hier in die Ecke. Können wir nämlich den ganzen Spaß machen. Ja. 2, aber ich denke mal. Ziel bestimmt. Macht man nicht so viel. Hier hochgehe. Gleiter bereit zum Abheben. Vorwärts. Zerstören. Und die sind nicht super stark. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bam. Bam. Und bam. Und jetzt Feuer. Darf ich mir. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Wenn die kann nichts macht, ist es gut für uns. Und wir brauchen das nur ein. Vorwärts. Eliminieren. Natürlich. Nicht das Angreifen. Vorwärts. Einheit wird angegriffen. Roger. Ja. Bau unterbrochen. Feurige Hitze. Ich warte. Bruderschaft vertraut. Jo, komm mal bitte schnell hier kann hoch. Ich Ihnen helfen? Unten ist ein. Betriebsbereit. Und dann nehmen wir die beiden Gebäude auch noch ein, ne? Initialisiert. Roger. Jo, das lief auf jeden Fall ziemlich gut. Wenn es jetzt so funktioniert. Oh, nicht den Sammler angreifen, den will ich mit einnehmen. Jo, das freut mich. Yeah, und bitte dahin. Und wenn ich das nutzen kann, dann werde ich es immer nutzen. Upgrade abgeschlossen. Unzureichend. Komm schon, nimm's ein. Wenn der Teil drin ist, dann krieg ich ihn nämlich. Feurige Zerstörung. Die GDI zieht Verstärkung heran, Commander. Was? Betriebsbereit. Wenn im Gleiter bereit zum Abbruch. Moment. Vorwärts. Dachte ich mir. Angriff. Ziel bestimmt. Roger. So ein Arsch. Bruder vertraut mir, bla. Ausbildung. Ich hab doch hier irgendwo noch einen. Egal. Du nimmst auf jeden Fall mein Avatar wieder ein, ja? Der hier irgendwo rumliegen sollte. Wenn im
Oh nein, die haben das Wrack zerstört, die Assis. Na, okay. Jetzt habe ich nur noch einen Avatar, das ist aber echt scheiße. Das ist aber nicht so schön. Bau abgeschlossen. Bauen wir drüben noch was, ne? Die zieht Versteckung an, Commander. Und ich bin Killian. Nein, warte. Bau abgeschlossen. Feurige Zerstörung. Ungeeignete Aufsatz. Ben im Gleiter bereit zum Abheben. Machen wir uns an die Arbeit. Bau abgeschlossen. Ausbildung. Oh Mann, man hört frei und so. Ich gehe jetzt mal einmal davon aus, dass das jetzt immer passiert, wenn wir ein Gebäude einnehmen. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Gebäude besetzt. Feurige Zerstörung. Und wir nehmen einen von denen, sammeln da. Und du sollst da oben mitmachen, alles klar soweit? Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Und ich habe meinen Atombombe gleich. Und die haben mir schön hier oben reinbrettern, wie es sich gehört, sage ich nur. Yay! Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Bereit. Schade, dass wir nicht den Rest einnehmen können, aber ich sehe, die KI verhält sich schön passiv. Und wieder jemand. Bau abgeschlossen. Strahlenkanone einsatzbereit. Wenn im Gleiter bereit zum Abheben. Betriebsbereit. Jo, schnapp dir das bitte. Und ich sage nur eins. Ich habe den Krieg zuerst begonnen. Sie scheinen ihre Angriffe hier zu koordinieren. Roger. Tschüss, winke, winke. Solange diese Gravitationsstabilisatoren offline sind, ist die Lufthoheit der Besucher geschwächt. Gute Arbeit, Commander.